Das Schöne ist eigentlich am Regionalbudget, dass man wirklich sehr vielfältig ist. Also man kann damit unglaublich viel machen. Also das geht von der Künstlerwerkstatt über sowas Sportliches wie eine Pumptrackanlage oder eine Rutsche. Aber es können auch Musikinstrumente sein oder auch Biodiversitätsprojekt, zum Beispiel eine Streuobstwiese. Also wir sind hier wirklich ganz vielfältig unterwegs und es sind fast keine Grenzen gesetzt. Es gab schon mal ein Kino in Lahm in den 90ern. Ist aber dann relativ, das war während meiner Kindheit, ist gestorben quasi. Und ich glaube, da sind wir sehr kinoenthusiastisch. Und so entstand so ein bisschen die Idee, dass man dieses Kino wieder aufleben lässt als Begegnungsstätte. Geld ist halt tatsächlich das, was man braucht, man ist immer so. Und deswegen haben wir uns auch eben beworben für die Förderung. Und wenn wir das Geld dann auch zugesagt gekriegt haben, ist das quasi auch so der Startschuss gewesen. Da haben wir dann auch im Verein gesagt, hey, okay, wenn wir das jetzt kriegen, dann setzen wir es auch um. Wir haben uns dann sehr, sehr kurzfristig dafür beworben und man muss sagen, wir haben eine super Unterstützung bekommen, sowohl von der Gemeindeseite als auch von der regionalen Projektmanagerin. Und ich finde das großartig, dass das so gut funktioniert. Ich finde immer die Kindervorstellungen großartig, wenn die Kinder einer kämen und die sich einfach so unglaublich freien und man das so aufgebaut hat, dass das immer diese Wirkung auf die Kinder hat. Ohne das Regionalbudget würde es nicht geben. Das Regionalbudget ist eine Förderung, die speziell den integrierten ländlichen Entwicklungen, also kurz ILEN, zur Verfügung steht. Und die Förderung wird von den Ämtern für ländliche Entwicklung uns gegeben. Und die Förderung kann jeder beantragen, der zum Beispiel einen Verein hat oder eine Kommune ist und speziell ein kleineres Projekt umsetzen will. Kleinprojekte dürfen bis zu 20.000 Investitionskosten umfassen und wir geben bis zu 10.000 Euro Förderung dazu, damit eben diese Projekte leichter umgesetzt werden können. Hier sehen wir auch ein Projekt von uns aus der Stadt Eschenbach, eben unsere Pumptrack-Anlage, und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also wir sind damals in der Stadt rumgefahren und irgendwann haben wir halt gedacht, das ist langweilig geworden und brauchen wir was Besseres. Da haben wir halt den Bürgermeister gefragt und der uns das halt dann genehmigt. Wir sind fast täglich da. Schauen wir uns erst mit Sprüngen, ob die noch intakt sind. Wenn nicht, nehmen wir Schaufeln da oben im Container und machen es schön neu alles. Und dann fahren wir den ganzen Tag. Hat sich gelohnt, ja. Also wir haben uns alle sehr gefreut. Ja, wir verbessern noch immer was, machen was Neues. Also es wird eigentlich nie langweilig. Wir haben 2021 unseren Unverpackt- und Regionalladen im Wald eröffnet. In der Familie sind wir auf die Idee gekommen, weil die Räumlichkeiten wieder leer gestanden wären. Und dann haben wir überlegt, was könnte man machen, dass es wieder was im Wald gibt. Und dann sind wir quasi auf die Idee gekommen, ja, machen wir einen Unverpackt- und Regionalladen. Natürlich sind die Kosten weitaus größer als die Förderung, die wir bekommen haben, aber es ist natürlich um einiges leichter, wenn man da ein bisschen Hilfe bekommt. Die Hildebrand von der ILE, Vorderer Bayerischer Wald, hat uns das sehr geholfen, den Antrag auszufüllen. Und also es war auch kein großer Aufwand, den Antrag zu stellen. Und wir sind jetzt sehr glücklich, dass wir die Förderung bekommen. Also 2020 in der Corona-Zeit hatten wir vom Heimat- und Kulturverein Freudenberg aus die Idee, einen Wanderweg anzulegen. Der sollte bei uns in der Gegend sein. Und so sind wir dazu gekommen, eben einen Märchenweg zu gestalten. Wir haben uns bewusst für Franz Xaver von Schönwirth entschieden, weil der einen Bezug zu unserer Gegend hat, und haben dann angefangen, den ganz einfach umzusetzen. Und da haben wir uns dann auch die Unterstützung von der AOFE geholt. Die meisten Kosten, die entstanden sind am Anfang, waren für die Stelen, dass wir also Holz gekauft haben, dass wir das Holz bearbeitet haben und auch, dass wir die Schilder gestalten und drucken konnten. Und das haben wir über das Regionalbudget abgerechnet. Der Weg entwickelt sich immer weiter. Der soll auch leben, also es kommt manchmal was dazu, es kommt manchmal wieder was weg. Und es gibt so Basics, die wir machen müssen, zum Beispiel die Wegbefestigung. Da haben wir jetzt ein Geländer und auch an zwei abschüssigen Stellen eine Treppe. Und das konnten wir jetzt heuer umsetzen mit einer zweiten Förderung auch aus dem Regionalbudget. Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es eine ganz unbürokratische Sache ist und weil auch durch die AOFE die Ansprechpartner direkt vor Ort sind. Und darum kann da eigentlich gar nicht viel schief gehen. Einfach auf die jeweilige integrierte ländliche Entwicklung zukommen, nach den Konditionen fragen und sich ein schönes Projekt ausdenken, beschreiben, mit einer Finanzierung hinterlegen und dann hoffen und loslegen.